Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Stadtverordnete, sehr geehrte Gäste. Der Haushalt 2018 ist ein solider Haushalt. Es ist kein Haushalt für große Wünsche oder Experimente. Denn wir haben ganz genau im Blick die Zukunft Kassels. Und deswegen sind wir auch ganz daran interessiert, diesen Haushalt und diese Stadt Kassel auf solide Beine zu stellen. Das ist das Ziel der Koalition hier im Rathaus. Der Haushalt 2018 ist aber auch etwas, was gezwungenermaßen zu einem soliden Haushalt führt, sind natürlich die Dinge, die dieses Jahr auch geschehen sind. 2017 gab es überzogene Ausgaben bei der Documenta, das ist nicht zu verhehlen. Das kann man auch offen ansprechen, wir haben darüber schon dementsprechend lange diskutiert. Es ist aber auch, dass im Jahr 2018 die Sanierung der drei Brücken durchgezogen wird, da das ein Bundesvorhaben ist und die Beseitigung der Engstellen auch fest eingeplant sind, müssen hier geplante Investitionsvorhaben einfach vorgezogen werden. Wir als liberale Liste sind zum Beispiel sehr froh über die Fortschreibung der Konzipierung eines Jugendparlamentes sowie der Digitalisierung an den Hochschulen. Und das sind auch noch Dinge, die wir aus dem letzten Haushalt mit übernehmen in 2018 und auch dementsprechend weiter vorantreiben werden. Also es ist nicht so, dass wir gar nichts in die Digitalisierung geben, sondern wir auch machen. Ich bin froh, dass der Kollege Nelke die Fragen für den Identitätskarten etc. Für mich ist es lieber, die Parkgebührensenkung auszusetzen, beziehungsweise vielleicht auch nochmal zu schieben und sie konzeptionell auch vorzubereiten, als jetzt überstürzt 2,4 Millionen in den Haushalt einzustellen, um dann zu sehen, wem nutzt es eigentlich, an welcher Stelle nutzt das wen oder wie soll es überhaupt dementsprechend funktionieren. Und Kollegin Hölke, Sie können sich darauf verlassen, Parkgebührensenkung haben wir immer noch im Blick. Es wird kein Wahlkampfthema 2021 sein. Wir müssen auch Sorge dafür tragen, dass die Beschäftigten in unseren kommunalen Betrieben auch dementsprechend gestärkt erhalten oder Arbeitsplätze überhaupt erhalten werden. Der KVV kam dieses Jahr mit der Meldung von 360 Mitarbeitern. Wir als Stadt stützen natürlich die Arbeitsplätze. Und können uns da nicht drauf verlassen und zu sagen, wir geben jetzt all unser Geld aus, um nachher zu sehen, da ist nichts mehr übrig und wir müssen dann doch Entlassungen vorbereiten. Das ist nicht im Sinne einer soliden Haushaltsführung, sondern wir müssen planen für die Zukunft. Und auch für diese städtischen Betriebe und deren Mitarbeiter gilt Planungssicherheit. Der Haushalt 2018 fordert Disziplin bei den Ausgaben, da wir die Einnahmen schlecht planen können. Die Gewerbesteuerlagen unterliegen einer sehr hohen Schwankung, sodass der Kämmerer ein gewisses Polster immer einbaut. Nichts anderes bedeutet der Haushaltsüberschuss, der mit 7,5 Millionen Euro eingeplant ist. Denn es geht ganz schnell, dass Betriebe sich verkalkulieren, dass Gewinnprognosen nicht mehr so eintreten, gerade bei den Großbetrieben, die wir hier in Kassel haben, und damit auch die dementsprechenden Gewerbesteuereinnahmen sinken. Ein Jahr nach Verlassen des Schutzschirmes muss haushalterisch die schwarze Null am Ende stehen. Das ist die Verantwortung des Kämmerers gegenüber dem Land, und die Verantwortung aller hier im Saal im Sinne einer seriösen Verwendung der Steuergelder unserer Bürger. Nachdem ich mir die Änderungsanträge der verschiedenen Fraktionen und Fraktionen zu unserer Stadtverordneten angesehen habe, passen diese beispielhaft in die Weihnachtszeit. Wenn man in Bildern spricht, könnte man meinen, dass die Linken unterm Tannenbaum den Kessel Gold finden, der sonst am Ende des Regensbogens zu finden sein soll. Was man ihnen zugutehalten kann, ist, dass sie versuchen, durch die Anhebung der Gewerbesteuer 7 Millionen Euro zusätzlich in die Haushaltskasse spülen zu wollen. Ansonsten verzeichnet man in ihren Änderungsanträgen insgesamt 18 Millionen an zusätzlichen Ausgaben für 2018. Rechnen scheint nicht die Stärke der Linken zu sein. Ein schönes Beispiel dafür ist der Antrag zur Schulsozialarbeit. 2,4 Millionen haben dafür die Linken eingeplant. Sie möchten aber weiterhin eine Stelle pro 200 Euro Schüler. Dass wir über die Schulsozialarbeit nicht streiten wollen, das dürfte klar sein.
Aber das Schulverwaltungsamt hat es mal ausgerechnet. Wenn wir pro 200 Schüler eine Schulsozialarbeiterstelle einstellen wollen, dann bräuchten wir einen Finanzbedarf von 15,4 Millionen Euro. Ich glaube, Sie wollen Ihre Schulsozialarbeit nicht im Mindestlohnbereich ansiedeln oder unter Mindestlohn zahlen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Selbst eine Stelle pro Schule wäre mit 5,2 Millionen eingepreist im Jahr. Ich weiß nicht, wo Sie die Zahlen her oder das rechnen. Keine Ahnung. Und Millionen für das Sozialdienst. Genau. Bei der Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes bedenken Sie allerdings nicht, dass auch ganz viele kleine Unternehmen davon betroffen sind. Der Gewerbesteuersatz oder der Gewerbesteuerbestbetrag liegt bei 24.000 Euro Gewinn vor Steuer bei Kleinstbetrieben. Dann können Sie damit rechnen, dass Sie ungefähr so 800 Euro im Jahr Gewerbesteuer zahlen. Das Problem ist aber nicht die 800 Euro in dem Jahr, sondern Sie müssen auch die weiteren Jahre müssen Sie vorauszahlen oder auch zurückzahlen, je nachdem, wann Sie Ihre Einkommensteuer bzw. Ihre Gewinn vor Verlustrechnung abgeben bei diesen kleinen Betrieben. Und Sie müssen mindestens dazu einen Umsatz von über 50.000 Euro erwirtschaften im Jahr. Ich glaube, das entspricht ungefähr das Gehalt der Lehrer, die bei den Linken auch dort in der Fraktion sitzen. Dafür arbeiten die natürlich die Selbstständigen auch 60 Stunden im Wochen. Lehrer aber auch. Ja, nur mal zur Überlegung, damit man so mitdenkt, wer eigentlich die Gewerbesteuereinnahmen hier generiert. Und das sind mit Masse auch die kleinen Unternehmen und die Mittelständler. Positiv sind auch die Änderungsanträge der CDU zu bewerten. Allerdings kommen diese zu einer ungünstigen Zeit. Die Senkung der Parkgebühren muss leider hinten anstehen und nicht irgendwelche anderen, sage ich jetzt mal, wichtigen politischen Entscheidungen auch in den Dokumenta GmbH hier zu gewährleisten, dass in den Dokumenta auch in Jahre oder die nächste Dokumenta dann auch stattfinden kann. Erstaunt bin ich doch darüber, dass in diesem Jahr von der CDU keine Intrigenkampagne gestartet wurde, um den Haushalt von vornherein zu torpedieren. Es gelang leider nur einmal, nämlich letztes Jahr, aber auch da haben sie es nicht geschafft. So muss auch ziemlich schwierig sein, in diesem Moment jemandem zuzuhören, dem sie vor einem Jahr noch Häufigkeit vorgeworfen haben und der jetzt zusammen mit der SPD und den Grünen das Heft des Handels in der Hand hält. Das ist nun das, mit dem Sie klarkommen müssen. Enttäuschend ist jedoch, dass Sie es bis heute nicht geschafft haben, sich bei mir und meiner Kollegin zu entschuldigen. Kommen wir doch gleich zu den fraktionslosen Abgeordneten der FDP, auch ein schöner Satz. Auch hier bemerkenswert, dass durch die Änderungsanträge insgesamt 3,2 Millionen Euro vom Haushaltsüberschuss investiert werden sollen, aber allerdings meistenteils, das kennen wir aus der Vergangenheit, dort, wo sich das Klientel der sogenannten Liberalen sich am meisten kummelt. Technikmuseum, Kakteenhaus, Schülerbeförderungskosten oder die Investitionen in Schulen, Kitas, alles Dinge, die vom liberalen Klientel besucht oder genutzt werden, haben Vorrang vor der gesamten Stadtgesellschaft. Durchsichtiger geht es nicht als diese Änderungsanträge, die reine nachgelagerte und im Vorfeld auf die Landtagswahl die Wünsche des FDP-Wählers abzufangen. Die Fraktion Freie Wähler und Piraten haben ihr Herz für die Ortsverräte entdeckt und all denjenigen, die kurz vor Torschluss der Haushaltsberatung fleißig Briefe geschrieben haben. Viele Anträge sind aufgewärmt aus dem letzten Jahr. Mehr braucht man zu diesen öffentlichkeitswirksamen Änderungsanträgen nicht zu sagen. Zur AfD-Fraktion spare ich mir jeglichen Kommentar, da die Stadtverordnetenvorsteherin bereits zu Beginn der Haushaltsdebatte die politische Auffassung zu gewissen Gruppierungen von uns verurteilt hat. Wir als fraktionslose Stadtverordnete der Liberalen Liste haben gemeinsam mit den Koalitionspartnern beschlossen, keinerlei Änderungsanträge einzubringen. Der Spielraum für Geschenke, auch wenn wir uns in der Weihnachtszeit befinden, ist ganz klar nicht vorhanden. Es ist nicht zu verhehren, dass wir froh sind, mit dem kommunalen Investitionsprogramm 2 für Schulen und dem Bundesprogramm für die Digitalisierung zusätzliche Mittel des Landes und Bundes einsetzen zu können. Der nächste Haushalt 2019 wird mit großer Sicherheit ein anderer sein. Ob besser oder schlechter, wird die Zukunft entscheiden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.